Ja, vielen Dank, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich einen Impuls geben darf. Wirtz und Bäume ist ja ein Kosmos, der Fragen beschäftigt, die wir als Grüne natürlich auch immer abwägen und diskutieren. Ich weiß, beim letzten Forum ging es ja um Nachhaltigkeit, nachhaltige Hard- und Software. Tilman Santarius hat es eben erwähnt und ich habe mich im letzten Jahr auch intensiv damit befasst. Heute will ich aber den Blick aktuell auf anstehende politische Themen richten, die national und auf europäischer Ebene relevant sind und dabei die Frage beleuchten, wie sich Initiativen aus Politik und Zivilgesellschaft verzahnen und für die gleichen Ziele sich einsetzen können. Ein großes Thema, mit dem sich Bits und Bäume ja auch schon in der Vergangenheit befasst hat, ist der Einsatz künstlicher Intelligenz. Deshalb will ich da nicht zu tief einsteigen. Wir diskutieren das gerade in der Enquete-Kommission, in der Projektgruppe Medien zum Beispiel, wie der Einsatz gemeinwohlorientiert ausgerichtet sein sollte. Uns geht es da um die Frage, wie mit Massen an persönlichen Verhaltensdaten KI-Systeme zur Ausspielung von Inhalten genutzt werden und welche Auswirkungen dies auf politische Debatten und damit auch auf unsere Demokratie hat und ob bzw. welche Art von Regulierung notwendig ist, um Missbrauch und Manipulation zu verhindern. Eine Enquete-Kommission ist ja ein gesonderter eingesetzter Ausschuss, der sich zeitlich begrenzt mit einem bestimmten Thema befasst und neben Abgeordneten sind da Sachverständige berufen. Je nach Fraktion werden Lobbyvertreterinnen der Wirtschaftsverbände, WissenschaftlerInnen oder Akteure der Zivilgesellschaft berufen. Und hier findet natürlich ein intensiver Austausch statt. Und die Sachverständigen sind alle auch antragsberechtigt. Am Schluss wird aber dann doch abgestimmt. Und da wird dann leider bei kontroversen Fragen meist das Kräfteverhältnis im Bundestag ausgespielt. Aber man kann auch ein Sondervotum abgeben. Das werden wir beispielsweise mit unserem Vertreter aus der Stiftung Neue Verantwortung erarbeiten. Und da sind wir gerade mitten im Prozess. Und die anderen Themen, die ich ansprechen will und später in den Sessions ja auch noch diskutiert werden, sind die E-Privacy-Verordnung und das Projekt Gaia-X. Dazu sind ja auch schon einige Hintergrundinformationen heute rumgeschickt worden. Beides sind europäische Themen, die ebenfalls große Auswirkungen auf unser Leben und auch den Umgang mit Daten im Internet haben werden. Gerade bei der Digitalisierung werden heute immer mehr Themen gesetzlich auf europäischer Ebene geregelt. Das ist grundsätzlich gut, denn es geht ja bei Europa und der Europäischen Union nicht nur um die europäische Integration, die ja auch wichtig ist. Es geht aber vor allem um internationale Standards und europaweite Rechtsdurchsetzung. Bei der Datenschutzgrundverordnung haben wir ja gesehen, dass es sich lohnt, einen in der EU einheitlichen, starken Datenschutz zu schaffen. Aber die Verlagerung auf die europäische Ebene bringt auch gewisse Schwierigkeiten mit sich. Zum einen müssen sich die verschiedenen politischen Akteure aus den unterschiedlichen EU-Mitgliedstaaten einigen. Und das gelingt nicht immer. Das kennen wir in verschiedenen Debatten. Und egal, ob es um die Urheberrechtsreform, Digitalsteuer für Großkonzerne oder die Öko-Design-Richtlinie im Zusammenhang mit Elektroschrott geht, es treten immer mächtige Interessenvertreter auf, die für große Plattformen oder Unternehmen lobbyieren und deren Interessen dem Gemeinwohlgedanken oder auch der Nachhaltigkeit entgegenstehen. Da wird es für die Zivilgesellschaft und auch für die Opposition oft schwer dagegen zu halten. Und zudem ist natürlich die europäische Gesetzgebung sehr kompliziert und der Unterschied zwischen Richtlinie und Verordnung ist nicht jedem richtig klar. Die E-Privacy-Verordnung ist hier ein gutes Beispiel. Sie soll ja in Ergänzung zur Datenschutzgrundverordnung die private Kommunikation der Menschen im digitalen Raum schützen. Insbesondere geht es da um Regelungen zum Online-Tracking. Als Bundestagsabgeordnete einer Oppositionsfraktion habe ich vor allem das Recht, die Bundesregierung zu befragen. Das habe ich zum Stand der Verhandlungen zur E-Privacy-Verordnung auch immer wieder getan. Zum Beispiel habe ich nachgehakt, wie sich die Bundesregierung zu bestimmten Vorschlägen im Zusammenhang mit dem Koppelungsverbot verhalten will. Der Sachverhalt ist hier sicher bekannt. Es geht ja darum, dass eigentlich nicht von der Zustimmung einer Nutzerin, eines Nutzers zu bestimmten Cookies und Online-Tracking abhängen darf, ob er oder sie bestimmte Dienste oder Inhalte nutzen kann. Medien wie Netzpolitik.org greifen da manchmal die Antworten auf und so erhalten auch eine
Also erhält auch eine breitere Öffentlichkeit die Infos über den Verhandlungsstand und daraus ergeben sich dann weitere Initiativen, sowohl auf Seiten der Zivilgesellschaft als auch dann auf Seiten der politischen VertreterInnen. Übrigens kann mir jeder gerne Vorschläge oder Hinweise für Anfragen schicken. Ich freue mich, wenn ich für Akteure der Zivilgesellschaft, der Bundesregierung auf den Zahn fühlen kann und so auch Informationen für alle zugänglich machen kann. Das habe ich zum Beispiel gemacht, als es um die Nichtveröffentlichung des Glyphosat-Gutachtens der Bundesregierung ging. Da habe ich die Bundesregierung ziemlich genervt, nachdem sie ja juristisch gegen Frag den Staat vorgegangen war, mit der fadenscheinigen Begründung, eine Zugänglichmachung dieses Gutachtens würde gegen das Urheberrecht verstoßen. Aber zurück zur E-Privacy-Verordnung. Inzwischen ist die Frage nicht mehr, wann sie kommt, sondern ob sie überhaupt noch kommt. Denn der politische Wille der Bundesregierung und in Brüssel ist ziemlich klein. Und der Reform der Verordnung stehen massive Interessen aus der Digitalwirtschaft entgegen, für die das Wort E-Privacy inzwischen ja schon zu einem Schimpfwort geworden ist. Schließlich wollen diese Unternehmen mit Online-Tracking Geld verdienen und dabei nicht nur durch lästige Gesetze irgendwie eingeschränkt werden. Hier können Politik und Zivilgesellschaft immer wieder gemeinsam daran erinnern und den Abschluss der E-Privacy-Verordnung mit einem starken Datenschutz einfordern. Neben Anfragen können wir natürlich Anträge im Bundestag stellen und die Bundesregierung auffordern, sich auf europäischer Ebene für dieses oder jenes einzusetzen. Und damit komme ich zum Cloud Computing und Gaia-X. Bei dem Thema ist politisch gerade sehr viel Bewegung drin. Zum Zusenden von großen Daten nutzen ja viele die Dienste von Dropbox, Google Cloud Services oder Amazon Web Services, alles amerikanische Anbieter, die seit über 10 Jahren im Business sind. Diese sind aus deutscher und europäischer Sicht nicht sehr datenschutzfreundlich und das gilt natürlich für die chinesischen Anbieter auf dem Markt genauso. Ein besonderes Problem stellt der US Cloud Act dar. Dieses US-amerikanische Gesetz verpflichtet amerikanische Internetfirmen und IT-Dienstleister, US-Behörden auch dann Zugriff auf gespeicherte Daten zu gewährleisten, wenn die Speicherung nicht in den USA erfolgt. Also sensible Daten sollte man lieber nicht bei diesen Anbietern unterbringen. Bestimmt erinnern sich noch viele an die Diskussion, als die deutsche Bundespolizei die Aufzeichnungen ihrer Bodycams auf Amazon-Servern speichern wollte. Sowas geht natürlich gar nicht. Aber das Problem besteht eben darin, dass es keine vergleichbar große und leistungsfähige europäische Alternative für Cloud Computing gibt, die uns ein angemessenes Datenschutzniveau bieten könnte. Und hier kommt jetzt Gaia-X ins Spiel. Die Bundesregierung arbeitet zusammen mit Frankreich und zahlreichen Partnerunternehmen aus der EU daran, mit Gaia-X eine europäische Dateninfrastruktur aufzubauen. Gaia-X soll leistungs- und wettbewerbsfähig sein, sicher und vertrauenswürdig und Europa Datensouveränität und mehr Unabhängigkeit von den großen amerikanischen und chinesischen Anbietern verschaffen. Und das ist ja erstmal ein ganz gutes Anliegen. Gaia-X soll am Ende ein modular aufgebautes Verbundsystem von bestehenden Cloud-Anbietern sein. Auf der Plattform sollen vor allem Unternehmen ihre Daten sicher unterbringen und auch in großem Stil verarbeiten und miteinander teilen können. Und man hofft, dass Innovationen und international wettbewerbsfähige neue Geschäftsmodelle daraus entstehen könnten. Damit sind wir ziemlich spät dran. Die Bundesregierung hat das ganze Thema total verpennt und weil in Europa niemand so große Kapazitäten hat, können sich auch Unternehmen wie Amazon Web Services und Google an Gaia-X als Partner beteiligen. Sie sollen einiges an Infrastruktur für das Projekt bereitstellen. Das wirkt natürlich erstmal ziemlich widersprüchlich. Gaia-X soll die große Alternative zu diesen internationalen Unternehmen sein und dann dürfen die trotzdem mitspielen. Deswegen fordern wir Grüne, dass von Anfang an transparent sein muss, wo, wie und in welchem Rahmen diese Großkonzerne eingebunden werden, damit das Projekt nicht von Anfang an wegen mangelnder Glaubwürdigkeit scheitert. Das ist am Ende wie mit der Corona-Warn-App. Das Ziel ist gut, aber wir müssen darauf drängen, dass die Umsetzung auch hohen Datenschutz- und Transparenzstandards entspricht. Sonst ist das Projekt wegen fehlender Akzeptanz direkt zum Scheitern verdammt. Einige Aspekte an Gaia-X
sind vielversprechend. Die Dateninfrastruktur basiert auf einem Open-Source-Ansatz und Daten sollen über offene Standards und offene Schnittstellen miteinander verknüpft werden. Aber bei anderen Punkten habe ich noch Bedenken und da ist es wichtig, dass wir alle gemeinsam drauf schauen und Druck auf die Bundesregierung erhöhen, damit die sich nicht nur an den Interessen der Wirtschaft ausrichtet. Wenn auf Gaia-X zum Beispiel die Datenbestände verschiedener Unternehmen miteinander verschaltet werden, muss natürlich klar sein, wie die Datenschutzrechte der davon Betroffenen auch gewahrt werden. Denn das sind ja dann grundsätzlich rechtfertigungsbedürftige Datenermittlungen und die Kundinnen haben ein Recht, vorab zu wissen und auch selbst zu entscheiden, ob diese Übermittlungen erfolgen. Und wir müssen Gewissheit haben, dass ein hohes Datenschutzniveau für alle Informationen von EU-Bürgern gewährleistet ist, wenn auch amerikanische und oder chinesische Unternehmen teilnehmen dürfen. Für all diese Fragen müssen von Anfang an die Datenschutzaufsichtsbehörden zentral mit einbezogen werden, denn nur wenn öffentlich nachvollziehbar ist, wie dieses technische Riesenprojekt mit den persönlichen Informationen von Millionen von BürgerInnen umgeht und wie mit diesem Wissen auch Gemeinwohlziele und nicht nur Unternehmensgewinne verfolgt werden, dann kann das wirklich was werden. Die Bundesregierung will das jetzt schnell durchziehen. Vor 2 Wochen hat das Bundeswirtschaftsministerium neue technische Details für Gaia-X vorgestellt und bis Ende des Jahres soll die Plattform dann in groben Zügen auch stehen. Hintergrund der Eile ist wahrscheinlich die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zu Privacy Shield. Die Entscheidung wird jetzt im Sommer erwartet. Der Netzaktivist Max Schrems hatte ja dagegen geklagt, dass das außereuropäische Datenschutzniveau als gleich hoch betrachtet wird wie das europäische Datenschutzniveau und dass dadurch der Datentransfer persönlicher Daten durch Facebook und Google ermöglicht wird. Und falls der EuGH dem folgen sollte, und viele rechnen damit, will die Bundesregierung vermutlich mit Gaia-X direkt eine Alternative parat haben, damit sie nicht allzu doof dasteht. So schafft sie dann ein Angebot für die deutsche Wirtschaft, die ihre Daten natürlich auch lieber sicher gespeichert wissen will. Und weil das jetzt alles recht schnell geht und Gaia-X vielleicht schon bald die Plattform ist, auf der Universitäten Forschungsergebnisse speichern, Unternehmen ihre Firmengeheimnisse aufbewahren oder Daten miteinander teilen oder wo vielleicht auch Einzelpersonen die Fotos von Omas Geburtstag oder so zugänglich machen, will ich hier nochmal alle ermuntern und auffordern, sich intensiver mit Gaia-X zu befassen und mit Politik, Wissenschaft und natürlich Zivilgesellschaft sich zu vernetzen, damit wir da die richtigen Weichen stellen können. Denn rund um Gaia-X werden genau jetzt diese Weichen gestellt und wir sollten das tun mit dem Blick auf das Gemeinwohl im Internet. Es geht eben darum, wie mit unseren Nutzerinnen-Daten umgegangen wird und vor allem auch darum, wer am Ende damit auch Geld verdient. Das vielleicht so als ersten Input. Vielen Dank.